Derby-Time in der Regionalliga Nord. Die zweite des HSV begrüßt bei Minusgraden und frostigem Untergrund die krisende Eintracht aus Norderstedt. Der HSV ohne Purat, Götz und Jatta, Norderstedt ohne Jan Lüneburg. Die Rothosen in den weißen Trikots von rechts nach links und drehen Ficker mit dem Ball nach vorne. Und auf Ficker wird es heute ankommen. Regisseur und Mittelfeldmotor Finn Purat fehlt verletzt. Jetzt muss der Bagde Haider die Strippen im Mittelfeld ziehen. Die erste Chance hat aber Norderstedt. Juri Marxen sieht Jordan Brown und der wird von Leon Deichmann gelegt. Klare Sache, Elfmeter. Mari Mandic gegen Tom Mickel. Und Mickel hält, wehrt den Ball mit dem Fuß ab. Der Elfmeter schwach geschossen, Mickel gedankenschnell bewahrt seine Hamburger vor dem frühen Rückstand. Lange Zeit passiert nichts. Zuschauer und Spieler sind eingefroren, bis der HSV in Torraumnähe gelangt. Der Ball kann nicht geklärt werden und landet bei Ficker. Sein Schuss landet bei Sebastian Haut. Torhüter Tom Mickel hat einen ruhigen Arbeitstag. Kaum Torchancen bieten sich. Auf beiden Seiten. Und wenn es dann doch mal gefährlich werden könnte, dann passiert so etwas. Linus Meier verstolpert den Ball, symptomatisch für das Spiel. Und wenn nichts klappt, dann probiert man es mal aus der Distanz. Doch auch Adel Daouri hat kein Glück. Norderstedt mal wieder im Vorwärtsgang. Das ist Jordan Brown. Lara wird von der Schwerkraft besiegt und von hinten rauscht Philipp Koch heran. Hier fehlt aber ein guter Meter. Wir springen in die zweite Halbzeit. Janicic mit dem Versuch einer Hereingabe. Die Klärung allerdings genauso missraten wie die Flanke. Törlis Knöll bedankt sich, guckt Keeper Höker aus und schiebt zum 1:0 ein. Bisher Norderstedt die aktivere Mannschaft, aber mit fehlender Durchschlagskraft vor dem Tor wie der HSV gnadenlos bestraft. Törlis Knöll, diese Saison aus Mainz gekommen, mit seinem 6. Saisontreffer. Die Rothosen wollen gleich nachlegen, setzen Norderstedt unter Druck. Daouri mit dem Ballgewinn. Sein Schuss streicht hauchdünn am 2:0 vorbei. Was macht eigentlich Ficker? Der ackert viel, hält seine Mannschaft hinten gut zusammen, schaltet sich aber auch immer wieder in die Offensive ein. Wie hier, schön geht er hier an Juri Marxen vorbei, die Hereingabe aber zu ungenau. Die Szene geht jedoch noch weiter. Auf eisigem Untergrund kann Norderstedt den Ball nicht wegschlagen. Wieder Ficker, der den Abschluss sucht, jedoch nur den Zaun findet. Es beginnt die wohl beste Phase der Eintracht. Doch auch Sturm und Drang helfen nicht, wenn man vor dem Tor die Übersicht verliert. Frust macht sich breit. Noch einmal die Norderstedter. Getümmel im Strafraum. Mari Mandic nimmt den Volley, aber die Rothosenabwehr steht sicher. Der HSV befreit sich. Langer Ball nach vorne und Norderstedts Abwehr mit Mut zur Lücke. Knöll hat alle Zeit der Welt, entscheidet sich für den Abschluss, doch Johannes Höcker braucht nicht einzugreifen. Wir schreiben die letzte Minute. Norderstedt wirft alles nach vorne. Langer Ball. Kulikas sieht Meier. Da ist sie, die Riesengelegenheit für Norderstedt. Und mehr Pech geht wohl nicht. Auch das Aluminium hat heute etwas gegen ein Norderstedter Tor einzuwenden. Unfassbares Glück für den HSV. Das Tor wäre mehr als verdient gewesen. Dann hat Schiedsrichter Jemers genug gesehen. Der Hamburger SV gewinnt dank einem gut aufgelegten Drehenficker und ein wenig Dusel mit 1:0. Damit klettern sie auf Rang 10, während die Eintracht endgültig im Abstiegskampf angekommen ist.